So Leute, heute geht's um die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Und zwar Toilettenpapier. Wir alle benutzen es, hoffentlich. Und 21 normale Dinge mit interessanten Geheimnissen. Leute, das Video ist von der Sonnenseite, schaut gerne vorbei. Lasst ein Like und ein Abo da und let's go. Welche Farbe hat dein Toilettenpapier? Weiß wie das meiste. Es gibt buntes Toilettenpapier? Als ob. Habe ich noch nie gesehen. Aber das war nicht immer so. In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts gab... Junge, einfach mit so einem Schlumpf. Schlumpftoilettenpapier. Damit kannst du dir einfach den Arsch abwischen. Ist quasi in jedem Klo farbiges Toilettenpapier. Als ob. Von rosa, blau, gelb, grün bis schwarz. Passte das Klopapier zur Inneneinrichtung. Schwarz. Aber irgendwann brachten Ich frage mich, ob das abfärbt. Plötzlich hast du so einen Papa-Schlumpf-Arsch. Das wäre ja nicht so geil, oder? Setzte den Farbstoff im Klopapier mit Gesundheitsrisiken in Verbindung. Außerdem sorgte der Farbstoff dafür, dass sich das Papier beim Spülen nicht so schnell zersetzen konnte, wodurch es zu Verstopfungen in den Klärgruben kam. Dann wurden die Herstellungskosten und Einzelhandelspreise für farbiges Papier deutlich höher, sodass die Nachfrage sank. Und jetzt schauen wir uns das ausgefallene Muster auf einem Blatt mal genauer an. Oh, übrigens, was ich sagen muss, vielleicht ist es auch nur mein Toilettenpapier, nicht so wirklich geil, wenn du dir mal die Nase ausschnupfen musst. Wenn ich da richtig reinballer, dann zerfetzt das so. Es hat eine andere Struktur als Tempotaschentücher. Ich weiß, beim Klopapier interessieren sich die wenigsten für dieses geprägte Muster. Wofür soll das überhaupt gut sein? Es gibt verschiedene Meinungen. Manche sagen, es ist nur ein Marketinginstrument. Nee, reichfester. Hersteller verwenden hübsche Muster, damit ihre Produkte ästhetischer aussehen. Kunden sollen ihre Marke mit Eleganz und einem luxuriösen Lebensstil assoziieren. Junge, wer assoziiert denn Toilettenpapier mit luxuriösem Lebensstil? Obwohl, ich habe mal fünflagiges Toilettenpapier gekauft, damals noch in Köln zusammen mit Pederle. Und das hat sich gut angefühlt. Obwohl, ich kann fünflagig nicht empfehlen, ist zu dick. Die andere Erklärung ist eher praktisch. Das Muster lockert das Papier auf, wodurch es saugfähiger wird. Oh ja, da muss einiges aufgesaugt werden. Zu flauschig fällt mir noch etwas anderes ein. Weißt du, warum in öffentlichen Toiletten das Papier immer so rau ist? Ja, weil es billig ist. Hochwertiges Toilettenpapier ist teurer und Unternehmen kaufen lieber große Rollen mit minderwertigem Papier, weil sie die dann seltener wechseln müssen. Diese Strategie hilft auch gegen Diebstahl. Ich hasse das. Ja, das Ding ist einfach, sie sparen doch nicht, weil ich roll's dann einfach noch mehr auf, weil sonst, da geht der Finger durch. Jo, es gibt Leute, die klauen Klopapier aus öffentlichen Toiletten. Und warum sind die Lichtschalter in den öffentlichen Klos meistens vor der Tür? Zufall? Nein, das müssen Baufirmen aus Sicherheitsgründen machen. Denn wie wir alle wissen, sind Strom und Wasser nicht gut zusammen. Da der Lichtschalter ins Stromnetz angeschlossen ist, fließt da Strom entlang. Falls du nasse Hände hast und den Lichtschalter drückst, passiert natürlich nichts, wegen der anderen Sicherheitsvorkehrungen. Aber die meisten Bauherren gehen lieber kein Risiko ein. Wo ist denn bei mir der Lichtschalter? Der ist bei mir auch draußen. Solch strenge Sicherheitsvorschriften gelten auch bei dir zu Hause. Dein Lichtschalter fürs Bad und auch der bei deinen Freunden ist vor der Badezimmer. Nee, das weiß ich nicht. Natürlich, stimmt's? Aber wie schon gesagt, selbst wenn deine Hände nass sind und du an den Lichtschalter kommst, bekommst du keinen Stromschlag. Der Stromkreis im Bad ist eigenständig. Das heißt, er schaltet sich sofort ab, sobald sich die Stärke ändert. Wir haben so viele bunte Lichter auf der Welt. Warum sind dann unsere Ampeln rot, gelb und grün? Pass auf, dafür gibt es eine ziemlich vernünftige Erklärung. Bevor es Ampeln für Autos gab, gab es Verkehrssignale für Züge. Die ersten Eisenbahner nutzten Weiß für Los, Rot für Halt und Grün für Achtung. Schnell merkten sie aber, dass Weiß keine gute Idee war, weil man das helle weiße Licht in der Nacht leicht mit Sternen verwechseln konnte. Also tauschten die Eisenbahner Weiß gegen Grün für Los und Gelb für Achtung aus. Und wie wir wissen, kann man diese Farben leicht voneinander unterscheiden. Finde ich gut. Daher wurden diese Verkehrsampeln auch auf der Straße zum Standard. Übrigens hat Rot die längste Wellenlänge, was bedeutet, dass Autofahrer das rote Licht schon von Weitem erkennen. Gelb wurde als Warnzeichen gewählt, weil es ein... Ja, Warn bedeutet, Gelb bedeutet, fahr schnell noch rüber! ...eine etwas kürzere Wellenlänge hat als Rot, aber immer noch länger ist als Grün. Welches ist das staubigste Zimmer bei dir zu Hause? Oh, das wahrscheinlich das Schlafzimmer, weil man da in der Nacht am längsten ist, oder? Oder wohnt's? Nee, Schlafzimmer.
Hast du Schlafzimmer gesagt? Ja. Das stimmt. Im Schlafzimmer sammeln sich schnell Hautzellen, Hausstaubmilben und Stofffasern von Laken und Teppichen an. Und wenn du dann noch einen Hund hast, kommen seine Haare und Hautzellen auch noch zur Staubparty. Aber natürlich gibt es eine einfache Möglichkeit, das Schlafzimmer weniger staubig zu machen. Angefangen beim täglichen Bettenmachen und dem regelmäßigen Durchsaugen und Durchwischen, ja, das kannst ich, du Teppiche ich saug und zu Staubfänger wenig. Wie unnötige Möbel und Dekorationen entfernen. Ja. Achte beim Kauf von Vorhängen und Bettwäsche auf die Qualität. Je lockerer der Stoff ist, desto mehr Schmutz sammelt er an. Und dann könntest du deinem Hund verbieten, ins Schlafzimmer zu kommen. Nee, das ist gemein. Das geht nicht. Also ich habe zwar keinen Hund, aber das könnte ich nicht. Was? Das kommt gar nicht in Frage. Ja, guck mal. Luftreiniger, Klimaanlagen und auch der Deckenventilator machen deinen Schlafbereich gemütlicher. Aber die musst du auch regelmäßig reinigen. Wenn dein Filter... Ey, ich habe über meinem Bett eine Lampe. Da sammelt sich der Staub. Ich sehe das durch die Lampe. ...putzig ist und sich Fusseln und andere Partikel darin festgesetzt haben, kann der keinen neuen Staub auffangen. Und er rieselt dann langsam auf alle Oberflächen in deinem Schlafzimmer. Apropos Staub. Wusstest du, dass du deinen Besen an der Kehrschaufel reinigen kannst? Dieses Zickzack dient nicht nur der Ästhetik. Das ist quasi der Kamm für die Borsten deines Besens. Kennst du diese Flecken hinter den Ohren, wenn du deine Brille abgesetzt hast? Ich habe keine manchmal Brille. Manchmal verschwinden die nicht mal über Nacht. Ah doch, hier, manchmal Zeichen, hier habe ich manchmal Flecken. Der Brille von der Sonnenbrille. An deinen Kopf ja. angepasst sind. Sie sitzen viel zu fest. Das sind Kopfreizungen und oft auch zu Kopf. Sorry. Wenn sie hinter deinen Ohren gebogen sind, können sie auch auf den empfindlichen Teil deines Schädels drücken. Deine Brille sollte also nicht nur an den Schläfen passen, sondern auch hinten. Ein Optiker kann dieses Problem aber leicht beheben. Der kennt sich damit aus, also mach es nicht selbst. So eine Kastenreibe kannst du auch horizontal verwenden. Vor der habe ich immer Angst, dass ich mir die Hände wegraspel, Alter. In vielen Fällen ist das auch viel bequemer, zum Beispiel bei Karotten oder einem großen Block Käse. Musst du mal ein weiches Produkt wie Ziegenkäse oder Mozzarella reiben, dann leg es vorher etwa 30 Minuten ins Gefrierfach. Und um dir die Reinigung zu erleichtern und zu verhindern, dass der Käse kleben bleibt, besprühe die Reibe vorher mit Öl. Kennst du die unbeliebtesten Seiten der Kastenreibe? Genau, das sind die, die du nie benutzt. Mit dieser Seite kannst du feine Scheiben schneiden. Ich benutze das Ding generell nie. Die ist ziemlich praktisch, wenn du dünne Gemüsescheiben für deinen Salat brauchst oder Kartoffelchips machen willst. Und diese winzigen, ausgestanzten Löcher sind für sehr feines Reiben gedacht. So eine Reibe kannst du auch außerhalb der Küche gebrauchen. Falls du mal aufs Kleingeld achten musst, kannst du super günstige Waschseife kaufen. Eine kleine Menge davon reibst du direkt in die Waschmaschine. Junge, das ist doch kein Parmesankäse. Wusstest du, dass du die Kühlschranktür drehen kannst? Es gibt Scharniere, mit denen du sie einfach an der anderen Seite anbringen kannst. Ja, das habe ich auch schon Aber mal gehört. Bevor du das machst, zieh den Stecker vom Kühlschrank und lies dir auch die Anleitung für dein Kühlschrankmodell durch. Ist doch scheiße, da ist doch der Dingens da ganz woanders. Welche Seite der Alufolie legst du nach oben? Die glänzende oder die stumpfe Seite? Da gibt's einen Unterschied. Viele Leute glauben, dass es wichtig ist, welche Seite oben oder unten liegt, Nein. weil die glänzende Seite die Wärme besser einschließt. Aber es macht keinen Unterschied, ob oben oder unten. Nur durch den Herstellungsprozess sehen die beiden Seiten anders aus. Aber sie erfüllen beide gleichermaßen ihren Zweck. Chillig. Alufolie ist nicht nur in der Küche nützlich. Vielleicht kennst du ja schon diesen Batterietrick. Angenommen, du hast keine AA-Batterie mehr, aber eine kleinere AAA-Batterie. Dann nimmst du ein kleines Stück Alufolie und steckst es einfach zwischen Batterie und Kontakt. Das funktioniert, weil AA und AAA-Batterien die gleiche Spannung haben. Ja, Moment, nee, macht mal nicht, Leute, macht mal bitte nicht. Das ist wie so ein komischer Trick und plötzlich kommt die Feuerwehr, Alter, weil die Batterie explodiert ist. Mach das bitte nicht. Wusstest du, dass ich diese Essensbehälter vom... Wusstest du, dass man auch Quecksilber essen kann? ...im chinesischen Restaurant aufklappen und in einen Teller verwandeln lassen? Ja, das habe ich mittlerweile schon tausendmal gehört. Du musst nur beide Seiten aufmachen und die Schwerkraft erledigt den Rest. Danke, Schwerkraft. Übrigens wurden in diesen Behältern ursprünglich Austern transportiert, ja. weshalb man sie Austernkübel nannte. Lecker Austern.